Liebe Spaßgesellschaft, ein ganz wunderschönes Ahoi Ahoi und willkommen zurück bei einer weiteren Folge Let's Play Two Point Campus. Ihr seht, wir haben wenig Geld. Das ist schlecht. Und vor allem ist es eine Mission, in der wir nicht regelmäßig Geld kriegen, sondern nur auf die Zufriedenheit der Studierenden angewiesen sind, die unser Leben finanziert. Jetzt brauchen wir allerdings einen zweiten Vorlesungssaal und ein zweites Tonstudio und leider das Ganze sogar direkt zu Beginn. Das heißt, wir müssen alle verfügbaren Darlehen aufnehmen, die wir haben. Wir kaufen uns dieses Grundstück leer. Ich muss jetzt echt aufpassen. Ich wollte eigentlich das ganze Grundstück als Gebäude machen. Das Problem ist, je größer das Gebäude wird, desto teurer wird es. Da muss ich entsprechend aufpassen. Na, wenn ich jetzt zu viel ausgebe für das Gebäude. Das Studienjahr ist vorbei. Alle Studierenden müssen den Campus. So, 67.000, das ist zu viel. Ich mach's erstmal ein bisschen. Ich mach's erstmal ein bisschen kleiner. Ich mach's erstmal so, es möge genügen. So. Ein Vorlesungssaal. Und daneben das Tonstudio. Und dann können wir auch loslegen. So, hätten wir das schon mal. Zack. So, ihr seht, jetzt können wir deutlich mehr Kohle bekommen. Dadurch, dass wir mehr Studenten haben. Fangen wir doch mal direkt mit einer Aufenthaltsraumparty an. Und danach noch eine SZ-Party. Die machen wir aber in den November rein. Zack. So. Was wollte denn jetzt noch? Shoegrace, das ist zu teuer, sorry. Von Jeffrey aus Blighton. Ich denke ja, dass es uns recht gut geht. Aber könnte es uns vielleicht noch besser gehen? Ich spreche vermutlich für alle, wenn ich sage, ein bisschen was für die Ästhetik. Ja, vielleicht schon. Danke für Ihren Beitrag, Jeffrey. Weise Worte. Studienanfänger sollten einen guten ersten Eindruck machen. Kein Druck. Was können wir denn noch Schickes? Eine Dekoration? Ja, 21.000 Gewinn, das ist doch mal ein sehr schöner Wert. Das feiern wir mit einem romantischen Film. Eine Harfe wünscht ihr euch, sollt ihr kriegen. Nachhilfe sind wir benötigt, einen Dozenten. Aber ich dachte, ich habe genug. Ach ja, ich brauche noch einen Pausenraum, fällt mir gerade mal so auf. So, die Zufriedenheit ist gerade nicht so pralle. 59%. Ich muss mal gucken, ob das reicht, um die Kosten zu decken. Ach, Klimaanlage habe ich hier vergessen. Na komm, machen wir da eine kleine Henne. Dann passt das Ganze. Es reicht locker. Sehr schön. Jetzt haben wir das einzig und allein durch die Zahl der Studierenden quasi unser Budget deutlich aufgepeppt. Das ist schön.
kurz dahin und eine dahin. Da noch eine. Der Stundenplan ist nicht in Stein gemeißelt, aber er wird trotzdem. So, was wollt ihr denn jetzt noch? Eine Orbi-Stadt. Oh, Leute treten eine Orbi-Stadt um. Das finde ich super. Das bringt uns nämlich zusätzlich immer noch Geld. So, wir müssen jetzt nur noch einige Partys feiern. Dann haben wir den ersten Stern auf diesem Campus verdient. Fände ich super. So, komm, mach hin. Ich will nämlich eine Party planen. Zack, circa 20.000 waren das. Bald schlägt die Geisterstunde und mein journalistisches Herz rast bereits vor legislativer Aufregung. Ich möchte Ihnen das Warten mit einer Anekdote über meinen Nachbarn verkürzen. Er verriet mir letztes Wochenende, dass er sich immer erst in der Wahlkabine entscheidet und sein Kreuz bei dem Kandidaten mit dem lustigsten Namen setzt. Das zeigt doch einmal mehr, dass unsere Methoden immer auch ein bisschen Wahnsinn haben. So, die Temperatur möchte ich nun wirklich nicht erhöhen, aber so eine Feuerschale hätte doch was Stylisches. Für ein paar Stühle drum. Ein Plattenteppich wollt ihr haben. Wo denn? Einfach irgendwo? Ja, bitte. Das sollt ihr kriegen. Bittet um einen Assistenten. Tanzfläche kriegen wir auch noch irgendwo rein. Zack. Sehr schön. Ich glaube, die Anfangsschwierigkeit haben wir überwunden. Jetzt dürfte es eigentlich nur noch bergauf gehen. Na, wie viel kriegen wir? Ja, das waren so 24.000 circa, 23? 24,8, sehr schön. Mein Gott, wird jetzt hier abgefeiert. Alto Betty. Das ist ja mal richtig schick. Geflügelte Schlange, die geht da leider nicht hin. Dann kommt die hier auf den Teppich. Geht ohne. Wo kann die denn hin? Ach, nach draußen gehört die. Okay, gut. Kommst du da hin? Studierende mit Gesundheitsproblemen. Das wollte ich nicht. Das wollte ich. Die Klinik aufsuchen. So, noch 6 Leute müssten hier an der Party teilnehmen, dann hätten wir unseren ersten Stern. Hätte Fahrradkette, ihr Lieben. Aber gut, wir werden einfach noch eine weitere Party schmeißen. Ich meine, ne? Haben wir alle Möglichkeiten. Aber ich werde zunächst, glaube ich, die Darlehen mal zurückzahlen. Um unser monatliches Einkommen einfach ein wenig zu erhöhen. So, weg mit dem ersten Darlehen. Und wir haben immer noch 23.000 Flocken über. Das ist doch richtig fein. Boah, 90.000, das wäre ein richtig feines Plus. Ich sollte vielleicht mal die ein oder andere Zimmer nachziehen, die ich bisher vernachlässigt habe. Zum Beispiel die Seelsorge. Wir bleiben hier auf der Höhe. Durchsage, gesunder Körper, gesunder Geist. Ja, das stammt von mir. In der Mitte noch eine Klimaanlage. Ein bisschen Dekoratives sollte auch hier hin. Wollen wir natürlich noch einen Seelsorgeassistenten. Du hast Stufe 3. Du bist der Gewinner. Ein Schrebergarten. Da haben wir doch bestimmt ein nettes Plätzchen für. Hier hinten zum Beispiel. Die Stimmen sind ausgezählt und wie wir hören... Oh, ihr wollt einen Supercomputer. Der ist aber super teuer, ist das Problem. ...mit überwältigender Mehrheit wiedergewählt. Die einen werden darüber mehr... Deswegen müsst ihr super geduldig sein. ...oder auch gar nicht erfreut sein. Doch einmal mehr hat die Demokratie gesiegt und die Bürger von so, wieder 2000 Flocken dazu bekommen durch Abschließen des Kummerkastens. Sehr gut. Wie man sich bettet, so schläft man eben. Und damit sage ich, gute Nacht. Was wollt ihr denn jetzt haben? Eine Speedwalking-Rennstrecke, die kriegen wir doch hier hinten auch noch unter, ne? Yes, da. Zack. Das sollt ihr doch alles kriegen. Leute, ihr seid wieder ein bisschen schlechter geworden. Was ist da los? Ich glaube, ich muss da hier doch ein wenig nachbessern. Oh, ein Wurm, hab dich.
Aber ich muss auch gucken, dass ihr bei Laune bleibt. Deswegen muss ich natürlich auch schauen, dass wir genug Partys feiern. Das Daniel möchte ich natürlich auch zurückzahlen, aber ich glaube, wir fokussieren uns erstmal auf die Partys. Sehr schön, 34.000 plus, nice. So kommt doch Freude auf, ihr Lieben. Also, organisieren wir das nächste Event. Das ist Beachapalooza. Genau, machen wir Ende März bis Anfang April. So, und solange ihr jetzt nicht euren Notenschnitt verliert, dürfte es das gewesen sein mit dem ersten Stern. Dann kriegen wir denn in dieser Folge tatsächlich noch hinterhergeschmissen. Kommt doch Freude auf, ihr Lieben. So. Du kriegst ein Upgrade. Damit der Lernerfolg auch stimmt. Da ist das Ding schon. Ja, sehr gut. Und wir haben die Two Point University freigeschaltet. Nice. Ich sage das mit knirschenden Zähnen und gekreuzten Fingern, aber Glückwunsch. Natürlich haben sie es geschafft. Nie bekomme ich, was ich möchte. Ich gönne mir einen Schweigemoment zu Ehren meiner selbst, des Bildungsministers in diesem Zeitalter der erstklassigen Campus, Herr Jemine Donnerlittchen verflixt und zugenäht. Wir fahren fort, denn ich will hier 3 Sterne haben. Vielen Dank. Also komm, wir gönnen uns mal die ein oder andere Palme hier. Zack. Flupp. Und natürlich noch ein paar Fackeln. Du möchtest aufgeben, warum denn? Geh doch zur Seelsorge. Und dann geh vor allem mal zur Nachhilfe. Du musst mal lernen, Junge. So, das ist jetzt nur ein kleines Plus von 20.000, aber nehme ich trotzdem sehr gerne mit. Reicht nämlich, um hier ein Upgrade zu machen. Wir brauchen definitiv mehr Hausmeister. So wächst uns nämlich der Campus mit all seinen Problemen über den Kopf. Mit all seinem Müll und mit all seinen Reparaturen. Das will ich nicht. Überraschung. Hausmeister bei den Witzchen. Ich möchte einen Club beitrainieren, mach doch. Damit wäre die nächste kultige Strandparty unter Dach und Fach. Ich sollte wohl besser gleich zum nächsten gehen. Ja, gute Einstellung. Hatte nicht noch irgendwer einen Wunsch? Nee, aktuell nicht. Gut. Heißt aber nicht, dass wir ihn nicht trotzdem erfüllen könnten. Ihr kriegt mal einen Actionfilm Anfang Juni reingedrückt. Wie viele Darlehen haben wir noch offen? 68 und 124. Die zahlen wir bald zurück. So ein schnuckeliges kleines Plus von 28.000. Wir uns mal einen etwas teureren Dozenten, der mal Nachhilfe gibt. Und ich würde sagen, wir sollten auch endlich mal ein Personalzimmer hier hin machen. Der Campus bietet den Studierenden medizinische Versorgung. Zumindest theoretisch. So. Ein bisschen daddeln dürft ihr natürlich auch. Ist ja nicht nur den Studierenden vorbehalten. Das Personal auch mal ein bisschen erholen. Können wir hier noch ein Weiterbildungszimmer machen und dann würde ich sagen, sieht das doch erstmal schon ganz gut aus alles. Du kriegst auch mal Upgrades. Ja, das canceln wir mal. Ich will, glaube ich, erst das Darlehen zurückzahlen. Mit etwas Glück schaffen wir es beim nächsten Mal. Ach, guck mal, Clubs der Stufe 5. Oh, wir brauchen 4 Clubs der Stufe 5. Wie kriegen wir das denn hin? Okay, vielleicht müssen wir mal für die Clubs entsprechend noch mehr machen. Können wir überhaupt noch mehr machen? Nee, ne? Okay, das könnte tatsächlich ein sehr schweres Ziel werden. Wird knackig. Strand von Breaking Point der Stufe 8. Okay, das kriegen wir hin.
Na komm, nächstes Semester, wir brauchen das jetzt nicht unbedingt. Das ist ja auch, das Problem ist ja auch immer, das ist immer ein sehr teures Event, ne? Dann nehmen wir doch lieber hier noch ein Konzert. Nice. Reicht aber noch nicht, um das Darlehen zu zahlen, aber am Ende des Semesters sollte das Ganze passen. Erinnerung an alle, ihr müsst niemanden fragen, ob ihr auf die Toilette dürft. So, da ist Party Hard angesagt. Na toll, einer muss wieder aus der Reihe tanzen, nein, zwei. Toll. Okay, ein Club auf Stufe 5 haben wir anscheinend. Hallo, also, hier das Radio Club? Campus. Wie immer gibt's von DJ Shots nämlich noch mal nur hier frisch gepresstes Radio mit 100% Fruchtgehalt. Hier ein musikalischer Gaumenreiniger, der euch den vorverdauten Mist garantiert aus den Ohren spült. Bisschen Schafe machen wir auch schon mal. Sehen, ob ihr den Unterschied schmeckt. So, Auszeichnung. Oh, ja, guck mal, schau, die besten Clubs. Und Herzblatt, aber nicht mehr beliebt ist der Campus. Echt jetzt? Euer Ernst? So. Da bräuchten wir einen weiteren Raum. Aber das ist es mir wert, ehrlicherweise. Ah, Moment, stopp, dich wollte ich duplizieren, nicht das ganze Campusgebäude. Zack. Fertig. Ding, ding. So, es sollte uns jetzt monetär noch deutlich besser gehen. Ja, guck mal, 106.000. Ohne, dass wir gefühlt irgendwelche Mehrkosten haben. Sehr schön. Dann würde ich sagen, sollten wir auch direkt mit einer Party starten. Und ihr Lieben, wir machen an der Stelle einen Cut. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, ihr Lieben. Tschüss, Sikowski.